Windböen sorgten für einen kleineren Einsatz der Wendlinger Feuerwehr am Sonntagmittag. Ein paar Äste eines Baumes ragten in die Fahrbahn und mussten mittels Kettensäge entfernt werden. Nach kurzer Zeit war die Gefahr gebannt. Am Montag fand in Köngen der traditionelle Pfingstmarkt statt. Mit zahlreichen Besuchern und bestem Wetter konnte man von der Enthaarungshilfe bis hin zum Gemüseschneider alles entdecken. Bereits in den Jahren davor wurde der Markt in der 10.000 Einwohnerstadt auf 30.000 Besucher geschätzt. Mit über 300 Händlern konnten die Besucher voll auf ihre Kosten kommen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Mit Würste, Fisch und Hühnchen war für jeden etwas dabei. Zum Abschluss noch einen Abstecher auf den Rummelplatz und einer rasanten Fahrt, Zuckerwatte oder eine Rose vom Schießstand, so war der Tag ausgefüllt. Auch im nächsten Jahr wird der Markt, der bereits 1787 zum ersten Mal stattfand, wieder Pfingsten verschönern. Vielleicht auch mit Ihnen. Zu einem Verkehrsunfall kam es an Pfingstmontag gegen 14.30 Uhr auf der K 1243 zwischen Beuren und Nürtingen. Ein 74 Jahre alter Lenker eines BMW 316 war aus Richtung Beuren kommend unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Abfahrt von der L 1210 geriet er auf der Kreisstraße vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab in den dortigen Grünstreifen und Graben. Bis er schließlich nach weiteren 35 Metern auf Höhe eines Feldweges zum Stillstand kam. Der Fahrzeuglenker und seine 68 Jahre alte Mitfahrerin wurden hierbei verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Bachbett der Lindach endete am Dienstagmittag die Fahrt eines Traktors in Kirchheim. Ein 57-jähriger Arbeiter war gegen 14.15 Uhr auf der Klosterwiese mit seinem Traktor mit Mäharbeiten beschäftigt, als sein Gefährt an einer abschüssigen Stelle der feuchten Wiese ins Rutschen kam. Der Traktor schlitterte in die angrenzende Lindach und kippte dort um. Der Traktorfahrer wurde dabei leicht verletzt und konnte aber zur ambulanten Behandlung selbst einen Arzt aufsuchen. Betriebsstoffe liefen keine aus, sodass keine Gefahr für die Umwelt entstand. Mitarbeiter des Bauhofes bargen den Traktor mit Unterstützung der Kirchheimer Feuerwehr aus dem Bachbett. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Drei Verletzte und einen Sachschaden von rund 28.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der B313 zwischen Metzingen und Nürtingen. Eine 57 Jahre alte Lenkerin eines BMWs aus Altdorf war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße von Großbettlingen kommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Etwa 400 Meter nach der Abfahrt Großbettlingen kam die 57-Jährige nach einer kurzen Ablenkung nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort zunächst mit dem entgegenkommenden BMW einer 54-jährigen Nürtingerin und in der weiteren Folge noch mit einem Mercedes Vito eines 37-jährigen Kirchheimers zusammen. Beim Aufprall wurden die Unfallfahrzeuge so stark beschädigt, sodass hinzukommende Verkehrsteilnehmer den Insassen beim Verlassen der Fahrzeuge helfen mussten. Bei der Kollision zogen sich alle Beteiligten Verletzungen zu. Die B313 war bis kurz vor 9.30 Uhr voll gesperrt. Der Jugendtreff Zell und der Stadtjugendring Esslingen boten Kindern in den Pfingstferien die Möglichkeit, an ihrem Spielplatz Neubau mitzuwirken.
Mit Unterstützung der Landschaftsgärtner und Jugendtreffmitarbeiter konnten die Kinder Holzlatten streichen und dann zum Trocknen aufhängen. Aber auch Holz abschleifen und verarbeiten gehörte dazu. Mit richtigem Werkzeug und Maschinen durften die Kinder unter Aufsicht der Erwachsenen hantieren. Julika Neuweiler, zuständig für den Jugendtreff Zell, erklärt uns das Projekt. Wir befinden uns hier auf dem Spielplatz in der Staufeneckstraße. Das ist ein Spielplatz im Stadtteil Zell, der sich auf einem Wasserhochbehälter befindet. Deswegen sind es so ein bisschen besondere Bedingungen. Und was hier gerade passiert, ist eben ein Ferienprogramm, in dem dieser Spielplatz neu gestaltet wird mit den Kindern zusammen. Die Kinder dürfen im Grunde alles und wir passen auf, dass nichts passiert. Von Anfang an Gelände vorbereiten, Löcher graben, betonieren, Stämme stellen, fixieren, bohren, schrauben, schleifen, alles. Das war schon ein Spielplatz, genau, wo aber schon länger klar war, dass der neu gebaut werden muss. Und das war dann eben das Konzept, dass wir eben in Zusammenarbeit Stadt Jugendring eben mit der Stadt, dem Grünflächenamt von der Stadt, das mit Beteiligung hier als Programm machen. Es ist in Esslingen so ein bisschen Tradition auch schon und es gab auch schon andere Programme ein bisschen in der Art, die stattgefunden haben. Und ich mache eben diesen Jugendtreff in Zell und das war eigentlich, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, es war eigentlich klar, dass das irgendwie so in der Art stattfinden wird, eben in Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt und diesem Jugendtreff in Zell, den ich leite. Leider sind die Ferien zu kurz, um mit allen Arbeiten fertig zu werden. Somit müssen die Landschaftsgärtner und Bauarbeiter nach den Ferien alleine weiterarbeiten. Aber schon jetzt kann sich der neue Spielplatz sehen lassen.